fahre duschen, mache mich hier fresh. Man sieht, Igor ist noch am Schlafen. Sweet like jizz. Sweet like candy. Sweet like jizz. Sweet like candy. Also, warum fasse ich mir den Kopf? Keine Ahnung. Wir haben alle in der Schule geraucht. Und jetzt zieh uns an. Okay, wir haben es geschafft. Keiner hat verpennt. Nee, Alter. Sandra hat alles, was er braucht. In diesen kleinen Hobbit-Rucksack. In der kleinen Buchse hier drin. Und lebe für Hip-Hop, Mann. Oh, okay, für nice, nice. Timmy und ich sind nochmal ein Stück weiter abgehauen, weil dann ein Bulle kam mit einem Hund, der an Sachen riechen soll. Er sollte, glaube ich, auch an uns riechen. An solchen Dingen. Und da sind wir natürlich fein raus. Meine Mutter sagt, ich bin ein Arschloch geworden. Deshalb muss ich jetzt das Kopfgeld bezahlen fürs Morden. Yeah! Jump into the jizz. Jump into the jizz. Jump into the jizz. Jump into the jizz. Könnte so ein Sommer-Jizz-Song werden. Jump into the jizz. 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 Alligator redet über Business und wir kiffen, hä? Wer ist jetzt der tighte SG? Und wie findest du es bis jetzt hier? Wo weit ist nach? So nah? Ja. Weitaus näher zu kannst nah. Du noch kommen. Nein, super. Die Sonne ist und die Küche da unten geht, weiß ich noch nicht wohin. Das ist auch meine Yacht übrigens. Boah, ja, das passt. Das hier hängt man so ab und rauf und Koks. So. Gehen wir mal weiter, ne? Kommen wir ins erste Schlafzimmer. Guck, geh ruhig rein, ne? MTV Crib. Ist das erste Schlafzimmer? Ja, das geht, ne? Das ist der letzte, ist jetzt nicht so teuer. Ist ein bisschen Dreck, aber egal. Komm, wir mal was Neues. Hier, nächste, sieht nochmal genau dasselbe. Hab ich einfach geklont. Alter Trapper-Trick von MacGyver gelernt. So, und dann kommen wir hier ins Superior-Zimmer. Hier schlafe ich alleine, obwohl es ein Doppelbett ist. Ja, da ist Klimaanlage. Hier oben ist noch ein kleines Fenster. So, und jetzt kommt hier der Trapper-Trick Nummer 17. Da ist mein Bad. Und das mit Toilette und Bidet natürlich, ne? Weil ich wisch mir den Arsch nicht mehr ab. Ich hole mir jemanden, der mir... Also ich wische mir das auch nicht mit Wasser raus, sondern ich hole mir jemanden, der mit Wasser mein Arschloch sauber macht. Motherfuckers. So, jetzt habe ich euch erst gesagt. Nee, komm, wir gehen mal an Deck. Das ist Daniel. Hat hier gar nichts zu sagen. Und hier oben fahre ich das Ding immer. Meistens immer beim Auspacken habe ich immer eine billigere Yacht kaputt damit. Ne, so ist das bei uns Reichen. Ja. Und wenn man besoffen ist, kann man hier auch prima runterpissen. Demonstriere ich das mal. So, ja, ne? Das war MTV Cribs mit Basti von Trailer Park. Jetzt verpisst euch hier. Wir sind auf einer. Ja, wir sind im Yachthafen von Palma und fahren jetzt aufs Meer. Hier seht ihr den Reichtum, den Prunk, den Quatsch. Oh, dry. Basti muss irgendwas Farbiges essen. Grün oder Rot. Du bist einfach mal so geschlappt. Ich will ja gar nicht ficken. Ich will nur Frauen von Knochen. Verfickte Scheiße, Mann. Und jetzt der Schwenk zu dieser schönen Aussicht. Scheiß auf dir. Gib dir Mühe, ich filme in 4K. So eine fette, dicke Fette. Aber das, ich wollte das nicht sagen. Achso, die Sache ist. Ey, keine Ahnung.
Ja. Oh, ist er eingeschlitzt. Oh ja, Mann. Oh, ja, Mann. Ja. Ja. Jeez, man. Ach, mein Loch. Okay, jetzt nochmal von hier die einfach aufgeht. Geht so, ne? Okay. Alles gut? Du hast mir richtig ans Ei geworfen. Ja, so, doch, jetzt. Ja. Doll, ja. Machst du deine Stunts selber, ja? Stock und Hut steht ihm gut. Ah, ich kann mein Mann. Guck mal, eine Distel. Eine Schneckendistel. Sei auf der Hut, das ist gefährlich. Ja, das macht okay. Aber nur von mir, ne? Das stimmt. Wir filmen gerade auf der Yacht. Text sicher wie immer. Und ich schmeiß sie in den Pool. Aber irgendwie hat mich Daniel noch nicht so richtig gebrieft, wie man hier am Set sagt. Und ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Wie findest du meine Titan Pants? Mega Teil da. Die Horse ist da. Pferde genommen. Die wollten wir besuchen, aber die sind. Oh, warte. Ich glaube, er ist doch zu einem Interview bereit. Wäre geil, wenn er jetzt einfach jizzen würde. Ohne dass ihn. Habt ihr schon mal ein jizzendes Pferd gesehen? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, da ist irgendwie so eine Diskrepanz, die sich da auftut. Die wollen nicht mit mir. Ich will nicht mit denen. Trink erstmal einen Schluck. Ja, dann ist das jetzt hier auch völlig nutzlos. Was wollen die auch damit? Und endlich, ne? Fledermausland-Videodreh. Endlich. Endlich, ja. Gleich fahren wir los. Massimo hat schon den Wagen angezündet. Der Wagen brennt. Und wie ist dein erster Eindruck hier so spontan auf der Erde? Ja, ich fühle mich hier nicht zugehörig. Spaß. Ich weiß nicht, was ist los? Was passiert hier gerade? Mittelerde? Planete Affen? Was? Mittelaffen. Mittelaffen. Wenn so ein Gerät, hoffe ich, überlebe das. Hier werden noch echte Pillen geschmissen. Das ist hier vorbei bei mir. Aber schmeckt nicht. Meinst du nicht eher hier in den Mülleimer? Da komme ich nicht mehr rein jetzt. Oh, über die Reling. Über die Reling quasi. Hörst du das, Timmy? Was? Sachen kotzt hier die ganze Zeit. Echt scheiße. Ja. Alter. Komm doch. Oh fuck. Tja. Ich nehme das hier raus. Ja, was soll man machen? Trinken die Eulen das hier raus? Trinken? Also. Mädchen. Ich hab mir gerade durchs Gesicht gejizzt. Naja, hat keiner gesehen. Okay, heute letzter angesetzter Drehtag. Tennisplatz-Szene. Voll geil. Ja. Das ist Smirnoff Wodka. Ich liebe Smirnoff Wodka. Und ich trinke den pur. Guck mal, hier ein Porsche, Alter. Was man hier alles sieht. Una Cerveza ist hier vorbeigefahren. Beste Rapper, Una Cerveza. Da ist ein Bier. Überwerfen. Ja, Spastischutz. Ah, fuck! Stopp, 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 stopp. Pain rain on you. Alter. What we do? Was ist passiert? Der Tennis Court. Center Court. Center Court. Das war ein Kick an Ass. Wir beschützen hier den Blues. Ja, ich
denke, ich finde noch zwei, drei Schlucken kann man den dann gut runterleiten. Kann man sippen auf jeden Fall. Selbst warm. Aber du wolltest gerade ansitzen. Ja. Bleibt lieber in der Schule, Kinder, da müsst ihr so eine Scheiße nicht mitmachen. Tennis spielen, Ringe tragen. 14 Leute haben es schon umgebracht, die haben es gestern, das war zu krass. Wir haben die jetzt nicht begraben, wir haben die einfach gegessen. Ihr wisst, damit ist nicht zu spaßen. Ich habe 4 Jahre Tennis gespielt, Trailer Park. Also du erwartest hier von mir noch so einen kleinen Cliffhanger. Aber ich krieg ihn nicht hin. Ich krieg jetzt keinen Cliffhanger. Watch the goose!